Also ich kann Leute nur sagen, kommt ins kuschelige Obernkirchen, weil besser geht's nicht. Peace, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute in Obernkirchen. Ja? Als Kameramann ist Ewald heute mit am Start. Und ja, wir werden heute mal so ein bisschen die Leute befragen in Obernkirchen, was sie so von Obernkirchen halten, was sie vielleicht verbessern würden an Obernkirchen. Und ja, was so deren Wünsche wären, ja? Auch vielleicht so ein bisschen ein paar Fragen über Weihnachten und sowas, wie die so ihre Weihnachtstage und sowas verbringen. Ich glaube, das wird ein mega interessantes Video, weil nicht jeder ist ja, ich sage jetzt mal so, mit der Familie unterwegs. Viele fahren vielleicht auch in Urlaub oder so. Und das ist, glaube ich, mal ganz interessant zu hören, was so die anderen Leute machen. Ja? Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu der Location. Und wir sehen uns gleich wieder und vielleicht sieht man sich ja auch. Und ja, peace. Und bis gleich. Ewald, hörst du mich? Ewald! Er will dann Strahler reinsetzen, hat er gesagt. Da ist Ewald auch wieder. Hier, Ewald, ich gebe dir die Kamera. Bitteschön. Danke, es ist so merkwürdig, ne? Es ist so merkwürdig, hier rumzulaufen und irgendwelche Leute zu befragen. Und scheiß Respekt an alle diejenigen, ja, die irgendwie solche Videos nur machen, nur so ein Content bringen. Weil es ist teilweise echt ein bisschen creepy, Alter, was so hier für Leute rumlaufen und dann befragt man die einfach. Aber egal, wir schaffen das. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, keine Leute. Oh, es ist richtig traurig, Alter. Es ist richtig traurig. Niemanden hier in Obernkirchen, der um die Uhrzeit an dem Tag jetzt irgendwie noch draußen ist und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar Sachen erledigt oder so, man weiß es nicht. Es gibt einfach momentan gar keinen hier, das ist echt krass. Wirklich krass, das ist echt heftig. Wir werden trotzdem weiterhin versuchen, irgendwelche Leute hier zu erreichen. Es kann nicht möglich sein, dass es hier niemanden gibt, auch wenn ich gleich hier irgendwelche Autofahrer anhalte, ist mir egal. Ne? So. Springt auf die Straße und legt sich da hin. Ne? versuche ich. Per Anhalter vielleicht. Ich versuche auf jeden Fall nicht drauf zu gehen heute bei dem Video. Ne? Versuche ich jetzt nicht. Da vorne kommt auch schon einer, den können wir ja eigentlich direkt mal anhalten. Hallo, eine Frage. Wir machen so ein kleines Video für Obernkirchen. Und wir. Nee, gar nicht? Okay. Ich meine, schlecht. Wollen Sie trotzdem Flyer haben? Wir haben, das ist für YouTube. Ist das. Okay. Das ist so ein kleines YouTube-Projekt, wo wir versuchen, ein paar mehr Leute vielleicht nach Obernkirchen zu bringen. Sie können ja gerne mal vorbeischauen, da haben wir so ein paar schöne Videos. Okay. Also, falls Sie irgendwie Lust haben oder so. Das ist doch nicht für China! Dann einen schönen Tag noch, ja? Danke, tschüss. Also pass auf, wir können jetzt versuchen, entweder gehen wir jetzt zu Rewe, das geht jetzt nach links, da sind definitiv Leute, oder wir probieren es noch mal so ein bisschen näher in der Stadt und gehen jetzt nach rechts und da ist Kick. Ewald, was sagst du? Wo gehen wir hin? Rechts oder links? Ich denke mal, Rewe wird mehr los sein. Die kaufen bestimmt alle jetzt einen Kick. Weiß nicht, ob das überhaupt noch offen hat oder so. Ich meine, Rewe wird noch mehr Möglichkeiten haben. Weiß ich nicht. Ja, wollen wir mal Rewe gehen? Gehen wir Rewe. Okay, wir gehen nach Rewe. Eine Schätzfrage. Wie viele Einwohner hat denn Obernkirchen? Eingemeindet auch. Eingemeindet, ja. 9.000. 16.000. 16.000? 16.000, das ist aber mal eine Ansage. Also ich würde sagen 7.000. Nein, ich würde sagen so um die 9.000. 9,5. Zwischen 30.000 und 50.000. Ne? Das sind in Wahrheit 9.246. Also insgesamt sind es tatsächlich 9.000. Da bin ich ja nah dran, Leute. Ne? 9.246. Ja, 9.246. Das ist schon mal geschätzt. 9.246. Sehr gut. 9.246. Was, Alter? Boah. Ja, wie ist der? Mathe. Der Bürgermeister von Obernkirchen. Oliver Schäfer. Ja, wie heißt er? Ich habe keinen blassen Schimmer. Willy Brandt? Nee, Oliver Schäfer. Oliver, ja. Oliver Schäfer, genau. Schäfer, Oliver Schäfer. Jawohl. Ja, klar. Ja. Oliver Schäfer. Oliver Schäfer? Ja, fährt der voll den geilen Renault, fährt er. Die Vorwahl von Obernkirchen? 05724. 05724. Genau. Ich, ne? 05724? Ja. Weißt du denn zufällig, wodurch Obernkirchen bekannt geworden ist? Weswegen? Bergbau. Ja, das ist noch so ein bisschen Tiefgründig. Noch ein bisschen Tiefgründig. Sandstein, ja. Sandstein. Ja, ja. Genau. Sandstein. Ich habe schon gedacht, Dieter Bohlen wäre mal hier gewesen.
Sandstein? Ja, das ist richtig. Nummer Sandstein. Genau, richtig. Ja. Name einer Judo-Gruppe in Oberkirchen. Nichts, ja. Raptors heißen. Das ist eine. Die heißen Raptors. Die Raptors? Oder? Ja, genau, richtig. Keine Ahnung, ich weiß, dass Florian Dreier da so hier Selbstbeteiligungskurse macht und so. Aber ansonsten. Die Raptors heißen die. Die sind momentan sehr aktiv, was Mobbing und sowas angeht, weil viele Leute werden, also viele Schüler werden gemobbt. Ich bin gegen Mobbing. Genau, das ist richtig, ich auch. Ja. Und er setzt sich halt auch dafür ein und versucht halt mehrere Läden ranzuholen, um zu sagen, okay, wenn ein Kind gemobbt wird auf der Straße, geben wir ihm die Möglichkeit, sich davon wegzuziehen, und da gibt es halt Läden, wo die Kinder dann hingehen können. Das ist cool, um sich beraten zu lassen. So, wir haben ja jetzt schon so ein paar Leute, finde ich, gefunden, die sehr offen darüber geredet haben, was in Oberkirchen momentan so Phase ist und was Sache ist. Wir sind jetzt gerade im Rewe. Ja, wir haben gerade da hinten die Leute befragt, haben uns jetzt noch was zu trinken geholt. Ewald hat sich auch was gegönnt, was hast du? Trinkgeld Black. Ja, wisse. Ja, ich habe hier wieder den altbekannten Rockstar, man kennt ihn. Nach einer kleinen Stärkung, würde ich sagen, geht es auch schon direkt weiter. Und ich hoffe, wir werden viele, viele Leute finden, die noch Bock auf sowas haben. Let's go! Ewald, wie findest du denn momentan so das Interview, was wir führen? An sich, also kommt schon ein Gespräch raus, wo man eigentlich nicht so denkt, dass da raus irgendwie sowas wird. Wenn man so normale die Fragen fragt, denkt man, die Leute sagen erstmal nur was dazu, aber es entwickelt sich doch da ein Gespräch, weil viele doch eine Meinung einfach haben. Die sind sehr verschieden, aber manche sind auch halt sehr gleich. Also das ist auch einfach interessant zu hören, einfach was die Leute halt so denken. Ja. Und meinst du, dass so die meisten Leute, die wir befragt haben, dass das so übereinstimmt? Oder meinst du eher, dass wirklich die Leute, die wir befragt haben, eher unterschiedlicher Meinung sind? Also ich würde mal sagen, so 50-50. Also einiges ist auf jeden Fall gleich. Ich denke mal, was angeht, dieses Angebot hier in Oberkirchen oder so, was da ist, da sind mal die Antworten fast gleich. Aber was überhaupt so die andere persönliche Meinung angeht, natürlich, die sind alle verschieden dann, ne? Ja. Genau, viele Leute sagen dann natürlich auch, wir haben da keinen Bock drauf, ja, weil wir wollen nicht gesehen werden. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, wir machen das ja nicht, um damit irgendwelche Leute bloßzustellen oder irgendwie lächerlich zu machen, sondern wir machen das ja für die Allgemeinheit im Prinzip, ja, damit die Leute sehen, was in Oberkirchen momentan so abgeht und es vielleicht auch die richtigen Leute trifft und die richtigen Leute sehen, was man verbessern kann. Ne? So, und mit dem Wort würde ich sagen, geht's auch direkt weiter. Was würdest du dir für Oberkirchen wünschen? Für Oberkirchen? Ja. Eigentlich mehr, also erstmal ein Gewerbegebiet, dass man also Gewerbe ansiedeln kann. Ja. Das wünsche ich mir. Dadurch hätte man natürlich auch ein bisschen mehr Geld in der Kasse. Ja. Und vielleicht durch Bundestag die verschuldeten Gemeinden zu entschulden. Okay. Damit die wieder einen Spielraum haben, Handlungsspielraum haben. Ja. Das wünschte ich mir. Also, dass Oberkirchen raus aus den Schulden kommt? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja, vielleicht wieder mehr Jugendarbeit, dass es mit den Sportvereinen auch nicht so schwierig ist. Ja. Die Hallen und auch diese Kosten, das ist halt eben auch immer so ein immenses Problem schon vor ein paar Jahren, und das ist ja auch nicht besser geworden. Für Jugendliche, aber nur für Italiener. Wir haben hier zwei italienische Kneipen. Ja. Da kannst du zocken, da kannst du trinken. Also, aber ansonsten, wir haben hier keine Disco, wir haben hier... Würdest du dir sowas wünschen? Ja klar, ein Kino wäre geil, oder also dass man hier was machen kann. Ne? Die Innenstadt ist zu, wir haben hier keinen Klamottenladen, wir haben hier keinen Schuhladen, also jeder Zweite fährt nach Minden zu Street zum Beispiel für Schuhe. Ein bisschen Leben wäre natürlich geil, aber ich passe mich an, weil ich kenne das ja nicht anders hier. Ja, wie findest du momentan so die Angebote, die so für Jugendliche und sowas gerade so da sind? Wenig, ne? Hättest du Ideen, was man da vielleicht machen könnte? Ja, früher war das Jugendzentrum ja ziemlich aktiv, und da ist ja gar nichts mehr. Nein, momentan ja. Also da wurde immer irgendwas gemacht, irgendwelche Diskos, ich weiß nicht, ob man das heute noch so nennen kann. Ja, klar. Oder halt, da war eine Teestube, da konnte man sich treffen. Ja. Ne? Man hat so kleine Koch-Events gemacht, auch mit Erhard damals. Ne? Ja. Konnte man das besorgen, konnte da halt in so einer kleinen Ecke da was kochen auch. Ne?
immer so ein bisschen auffällt und vor allem so ein bisschen traurig sind, wenn man in die Fußgängerzonen reinfährt, egal von welcher Seite, und vielen Läden, die überall leer stehen. Wir haben ja hier die Hauptgeschäftsstraße gehabt früher. Das ist hier letztlich nicht mehr verwirklichen. Ja. Wir müssen sehen, dass wir diese Straße, es wird ja auch, wenn jetzt nochmal das Ärztehaus kommt, dann wird hier vielleicht ein bisschen Leben reinkommen. Aber die Geschäftsstraße, wie es mal war, wird es nicht wieder werden. Ja. Wir kaufen ein paar grüne Wiese ein oder eben über online. Über online, ne? Internet, Amazon, ja, und sowas. Ja, ne? Genau. Das ist eben heute so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal wieder zurückgefahren wird. Würdest du es wünschen? Würdest du es dir wünschen? Ich wünschte mir, es wäre wieder so, dass wir so praktisch wieder eine richtige Geschäftsstraße hatten, wo man einen Schaufelzer Bummel machen kann, ja, und sowas. Ja, das ist so momentan, glaube ich, so das Hauptproblem in Obernkirchen. Weil ich lese immer mehr so in den ganzen sozialen Netzwerken und sowas, dass es immer mehr Probleme damit gibt, dass Jugendliche nicht wissen, was sie machen sollen. Und deswegen scheiße drauf. Ja, und es ist das Internet halt auch. Ne? Die Kinder fallen immer mehr nach Hause zurück. Von Handy oder vor die Fläche. Genau. Und da versuchen wir jetzt die Leute irgendwie so ein bisschen zu erreichen. Weil wir haben halt festgestellt, dass über diese sozialen Medien und sowas, dass du da einfach mehr Leute erreichen kannst, als wenn du jetzt einfach irgendwelche Flyer gemacht hast. Ja, das bringt auch nichts, das wird weggeschmissen. Genau. Und ich sag mal so, die älteren Leute erreicht es vielleicht nicht so übertrieben, aber die jüngeren Leute. Das ist vielleicht das, wo man so ein bisschen was ändern kann. Wie lange wohnst du jetzt schon in Obernkirchen? 6 Jahre. 6 Jahre? Und findest du es auch immer noch? Nö, ich orientiere mich gerade um. Okay. Es ist ein Bahnhof hier, der ist ein Museumsbahnhof, da fährt auch nichts mehr. Du kommst hier nicht weg. Es wird immer schwieriger. Da ist ein Bus, fährt 16 bis an. Vielleicht auf dem Mittwoch mal bei uns, würden wir uns alle freuen. Nicht nur wir, auch da haben wir ja Ernstings Family. Natürlich, auch Rewe. Wir haben Rossmann also neu, Rewe, hier mein Ziehvater, Rewe, wo wir die Pacht zahlen. Ja. Dann haben wir da vorne Aldi, ja, und so weiter. Ist alles da. Kommt und braucht er nicht so weit wegfahren. So also sieht's aus. Bleibt die Kohle im Ort. Genau, bleibt die Kohle in Obernkirchen und da wird sie am meisten gebraucht. So wird ein Schuh raus, Leute. Ja. Wie finden Sie die Sauberkeit in Obernkirchen? Also so vom Straßenbild her? Absolut okay. Ja. Hier gibt es mal ein paar Zentren, wo ich sag mal so die Großtrinker sich die Szene sich so ein bisschen trifft. Dass hier nur da mal eine Flasche steht, aber ansonsten finde ich den Ort schon sehr aufgeräumt. Ja. Sehr ordentlich. Ja. So, wünsche ich einen schönen Feiertag. Schöne Feiertage, genau. Wir sind seit 2005 hier. Wir sind finanziell durch dick und dünn gegangen, aber mit unserem Stolz und mit unserer Kraft und mit der großen Familie, die wir haben, stehen wir heute immer noch hier. Das sind mittlerweile schon 14 Jahre. Ja. Und wir machen weiter. Und mittlerweile haben wir auch sehr, sehr viele deutsche Kundschaft gewonnen. Das finde ich richtig toll. Würdest du das anderen Leuten, die selbstständig sind, auch sagen, durchhalten? Ja klar, sonst hast du verloren. Was hast du dann gemacht in deinem Leben? Hartz IV kommst du auch nicht weiter. Ja. Meine Meinung. Ja. Also nichts gegen Hartz IV-Empfänger, nicht falsch verstehen. Nein, das ist schon richtig. Ja. Stark sein, durchziehen, wer seine Lehre gemacht hat, wer studiert hat, wer sich für die Selbstständigkeit entschieden hat, was auch immer, aber immer Gas geben, weil... Bringt nichts. Wüsste ich nicht. Nee, das ist schon richtig. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Alles klar. Ja. Dann war es das auch schon. Ja. Vielen Dank. Ja, klar, gerne. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr gut. Bitte. Vielen Dank. Ja. So, Freunde, wir haben jetzt einige Leute befragt. Wir haben viele Informationen bekommen, was so das momentane Bild so in Obernkirchen ist und wie die Leute es halt finden. Es war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Es hat mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas häufiger zu machen. Weil die Leute, klar gibt es immer Leute, die dann sagen, nee, wir wollen es nicht. Aber ich muss wirklich sagen, heute war es so, dass der Großteil gesagt hat, klar, wir sind bereit, vielleicht so ein kleines Interview zu machen. Selbst die Leute, die Läden haben, haben gesagt, klar, warum nicht. Also es war auf jeden Fall sehr erfolgreich, muss ich sagen. Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg und wir waren gerade noch bei einem italienischen Feinkostladen in Obernkirchen, wo wir auch wieder sehr viele interessante Sachen erfahren haben. Und unter anderem haben wir ein Kuchen geschenkt bekommen. Freunde, ein Kuchen!
Er hat uns einfach einen Kuchen geschenkt. Er hat gesagt, ja, sowas finden die gut, sowas unterstützen die. Und hat uns dann einfach einen Kuchen gegeben. Konnten wir uns dann aussuchen. Da waren mehrere Sorten, ja, unter anderem dann, wie heißt er? Panettone. Panettone? Genau. Was ist das mit Vanillecreme, ne? Das ist Vanillecreme, original ist halt mit Rosinen. Geil. So Vanillestückchen. Richtig geil. Ja, auf jeden Fall gönnen wir uns den. Gleich würde ich sagen, den schneiden wir gleich mal an. Und ja, Freunde. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ja? Ihr könnt ja gerne mal eure Anregungen unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob wir damit weitermachen sollen. Ja, genau. Und falls ihr vielleicht davon mehr sehen wollt, wäre auf jeden Fall cool, schreibt es gerne mal unten rein. Und ja, Ewald und ich, wir verabschieden uns jetzt recht herzlich. Ja, ne? Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Je nachdem, wann das guckt, viel Spaß. Ja, und wir machen uns jetzt auch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, ja, ist ja Wochenende, Kuchen ist auch am Start. Und ja, hallo. Und ja, genau. Dann wünschen wir euch wunderschöne Feiertage. Und wir sehen uns zu einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Peace, haut rein. Und ciao. Ciao.